Also, liebe Volleyballfans, heute 18. März in Schwerin ist es wieder soweit. Der Schweriner Sportclub hat heute ein Nachholspiel in der ersten Bundesliga. Wir begrüßen hier heute in der Volleyballarena den Köpenicker SC. Wir können da gerne mal auf die Tabelle zusammen gucken. Der Köpenicker SC Berlin mit 10:22 Punkten auf Tabellenplatz 10. Schweriner Sportclub 26:4 Punkten mit den Nachholspielen auf Wiesbaden. Das sind ja noch drei Stück an der Zahl. Also weiter im Geschäft um die deutsche Meisterschaft. Und für den Sportclub heißt es aber auch, hier heute das Heimspiel zu gewinnen, um letztendlich wirklich um den Meistertitel mitzuspielen. Wir melden uns während des Spiels regelmäßig nach jedem Satz, wenn das funktioniert. Und anschließend auch nach dem Spiel. Und ich hoffe, wir können Ihnen heute verkünden, dass der Sportclub wie am Samstag Auftaktspiel hier in der neuen Volleyballarena gegen die Allianz Volley Stuttgart mit einem 3:0 gewonnen hatte. Und heute zählt auch nur ein Sieg für den Schweriner SC. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und melden uns nachher gleich wieder. Und wir kommen jetzt auch mal an. Der Köpenicker SC, wir begrüßen die Spielerin mit der Nummer 2, Ilona Brügger. Dann haben wir die 3, Agne Zimmer. Die Nummer 4, Maria Gretisch. Die Nummer 5, Victoria Wenig. Die 6, Dominik. Die 7, Sam Kassel. Die 8, Bojana Majanovic. Die 9, Marlon Fischer. Die 10, Stefanie Hempel. Die 11, Jessica Köppner, und dann haben wir die 12, Anna-Marie Knauf, die Nummer 17, heute die Nummer 15, Pia Riedel. Und wir begrüßen natürlich auch den Trainer Jürgen Köppner und seine Co-Trainer. Das Team heute auch ist natürlich Maria Lechisch. Und dann geht's los, wir kommen zum Schweriner SC.
Schweriner SC. Könnt ihr euch erstmal hinsetzen. Und weiter geht's mit unserer Sieben. Patricia Thomas. Auszeit.